macht meine Gefühle rund. Sie ist warm, hebt mein Herz aus dem Takt, lässt meine Augen ohne Fixpunkte auf Reisen gehen. Ich atme zertanzte Gedanken in rhythmische Schläge, zerteilte Geschichten und bin einfach zu viel für meine Körperhöhe. Traue mich nicht, all das zu leben, weil ich mich daran schneiden könnte. Aber es ist formbar, lehnt sich gehüllte, weich geschliffenes Licht an mich an und ich will nie mehr zurück, weil denken jeder kann. Lassen Sie das einfach nachher im Buch nochmal zergehen. Es ist eine Beschreibung von Kunst, die ich finde, dass sie fast in jedem Unterricht gehört, um über Kunst und das, was Kunst bedeutet, diskutiert zu werden. Alles gefühlt. Kunst fließt quer durch meinen Kopf, macht meine Gefühle rund. Sie ist warm, hebt mein Herz aus dem Takt, lässt meine Augen ohne Fixpunkt auf Reisen gehen. Ich atme zertanzte Gedanken in rhythmische Schläge zerteilte Geschichten und bin einfach zu viel für meine Körperhülle. Traue mich nicht, all das zu nehmen, weil ich mich daran schneiden könnte. Aber es ist formbar, lehnt sich gehüllt in weich geschliffenes Licht an mich an und ich will nie mehr zurück, weil denken jeder kann. So, Herr Böhm, erst einmal ganz lieben Dank für die schönen Worte. Sie haben mir meinen ersten Text vorweggenommen, den habe ich auch geplant zu lesen, aber das ist okay. Ja, also zu meinen Texten selber will ich eigentlich gar nicht viel sagen, weil ich finde, dass jeder Text eigentlich für sich spricht. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an oder mache weiter mit dem ersten Teil der Lesung. Ja, sollte es noch irgendwelche Fragen zu den Texten geben, wird dafür hinterher sicherlich auch noch genug Zeit sein. Verschlucktes Licht. Still geht alles aus mir hervor, weil ich vergessen habe, was es heißt, laut zu sein. Meine Stimme schwebt irgendwo über den Häusern und findet nicht zurück zu mir. Will antworten. Kann es nicht, weil mir selbst mein Flüstern zu viel ist. Halte mir den Mund mit Worten zu. Lasse sie nicht heraus aus ihrem Kerker. Werden nicht gehört. Sind zu leise, sind zu laut. Habe den Unterschied verloren. Wenn es dunkel ist, sehe ich meine Wünsche vor mir herfliegen, wie sie sich in Laternen ein Zuhause suchen. Beleuchtete Gesichter entgehen verdunkelten Gassen, warten, bis die Laternen ausgebrannt sind, gehen nach Hause. Bei dem folgenden Text ist es sehr schade, dass mein Mathelehrer nicht hier ist. Aber naja, ich werde an ihn denken.
reine Mathematik. 1 durch 2 macht 1/2, glaube ich. Und weil die Wurzel aus 4 2 ist, ist das halbe Jahr Weihnachten und das andere halbe Jahr Ostern. Da will ich gerade meine Rechnungen durchführen, wie viel Gramm ich noch für die Dekoration meines Soufflés benötige. Und da glotzt mich dieser in Aluminium gewickelte rote Mützenmann aus dem Regal an. Würde er nicht unter ständiger Kühlung stehen, müsste er bei der aktuellen Außentemperatur innerhalb von, ja, schwer zu sagen, 37,346 Sekunden flüssiger Matsch unter heißer Folie sein. Naja, so plus minus 0,03 vielleicht. Ich drehe und wende die Schokoladenfigur in meiner Hand, dessen Temperatur etwa 20,2 Grad Celsius Abweichung von meiner Körpertemperatur hat. Ich packe ihn ein. Vielleicht lässt sich sein Kopf ja für den Nachtisch gebrauchen. Eine ungehörte Warnung. So groß ist die Welt? Mit ihren kleinen Händen klammerte sie sich an splittrigem Holz fest. Ich hatte Angst, dass ihr die Augen rausfallen würden. Du musst blinzeln. Sie hörte mich gar nicht. Ihr Körper beugte sich weiter nach vorne und ich hatte Angst, er würde brechen. All die Häuser und Menschen, auf die ich meine Geschichten geschrieben habe, sehen verbraucht aus. Aber sie sieht dort Leinwände voller Schatten, die bemalt werden wollen. Jeden Tag kam sie hier vorbei und ich wartete auf sie, um mir anzusehen, wie sich immer mehr Gleichgültigkeit in ihre Augen mischte. Einmal versuchte ich sie an ihrem dünnen Arm festzuhalten, aber sie spürte meine Berührung nicht einmal. Sie ging und kam nicht wieder, ließ andere Welten, die ihr ein falsches Versprechen vom Leben zugeflüstert hatten, auf sich schauen. Sie kommt wieder, von schweren Lidern getragen, und beugt sich hinüber. Mit meinen großen Händen klammere ich mich an splittrigem Holz fest, sehe, wie der Regen meine Geschichten isst und meine Erinnerung verweht. So wenig ist die Welt. Sie haben jetzt Zeit, ein bisschen zu sinnieren. Wir machen eine kleine Pause. In der Pause gibt es da vorne Getränke. Sie können sich einfach bedienen, beziehungsweise es hilft Ihnen jemand auch. Sie können auch schon ein Buch erwerben, Sie können das auch schon signieren lassen. Und so, ich denke, in 10 Minuten, Viertelstunde geht es dann weiter. Dankeschön. Thank you.
Die Einsicht tritt zurück und lässt mich einen Schritt nach vorne gehen auf dem Glockenturm. Die Angst tanzt mit der Gleichgültigkeit Ballett neben meinem Kopf, bringt meine Seele aus dem Takt. Die Traurigkeit legt sich wie wunderschöner Schmuck um meinen Körper, brennt vergoldete Narben in meine Haut. Der Schmerz hält mein Herz in seiner Faust, drückt ungleichmäßig zu viel Blut durch meine Adern. Die Erinnerung hat meine bunten Lieder verschluckt und mir nur die leeren Seiten geschenkt. Die Zeit richtet sich selbst, hält Sekundensplitter in mir gefangen. Die Kreativität überlebt das Leben, deckt mich zu mit gebrochenen Ideen und malt den Boden unter mir mit roter Farbe aus. Merksatz. Ich lerne immer wieder dazu, um dann zu wissen, dass ich mit Leidenschaft vergesse. Verfühlt. Hast mich angeblickt und weggeblinzelt. Beim Schaukeln mir den Gleichsinn geraubt. Musik gemacht, meinen Takt versteckt. Beim Wegstarren mir den Kopf durchblickt. Ungewohnheiten. Nur einmal die schweren Regeln von den Füßen binden und den eigenen Willen in Form eines Heliumballons an die Hände knoten. Nur ein einziges Mal Seiten in geliehenen Büchern knicken, Spaghetti in weißen Hemden essen und in einer Wanne voll Gummibärchen baden. Nur zum Spaß Tomaten in einen Obstsalat schneiden und meine Suppe mit einer Gabel essen. Nur weil es mir gerade gefällt, die Türen mit Edding bemalen, nachts Klavier spielen und Ballett zu Heavy Metal tanzen. Nur weil es keinen Unterschied macht, ein einziges Mal lächeln. Die schweren Regeln von den Füßen binden und den eigenen Willen in Form eines Heliumballons an die Hände knoten. Merken Sie etwas? Die Meisterin des ersten Satzes hat zugeschlagen. So heißt Tanja mitunter in der Schreibwerkstatt, auch wenn sie zurzeit arge Konkurrenz bekommt. Der Satz ist der erste aus meinem Lieblingstext des Kapitels Traumbetrunken, weil ich seine Wendung am Ende mag. Ich mag Wendungen am Ende. Und weil ich den ersten Satz mag. Und weil der Satz das Schreiben von Literatur erfasst. Nicht nur das in der Schreibwerkstatt, sondern allgemein. Nur einmal die schweren Regeln von den Füßen binden und den eigenen Willen in Form eines Heliumballons an die Hände knoten. Das Ich träumt und versucht, sich dabei selbst neu zu erfinden. Und es versucht, andere zu erreichen. Das Ich selbst, also ohne Regeln anderer. Ein literarisches Ich. Lass uns zusammen Sand stapeln. Zuerst den groben, dann den Feinen. Der Text heißt, willst du? Das Ich tritt in Beziehung zu einem Du. Es kann, so die Aussage dieses Textes, Verzeihung, eine Aussage unter vielen, ohne das Du bzw. ohne eine Beziehung zum Du nicht existieren. Nicht ich sein.
Die Situation ist, wie in vielen von Thalias Texten, surreal, die Aussage aber existenziell. Verfühlt heißt ein anderer Text aus dem Buch. Er ist kurz, wie viele von Thalias Texten, sogar sehr kurz und genauso surreal wie der letzte. Wieder wird eine Beziehung beschrieben, spielerisch diesmal. Fast tanzend drehen sich die Worte umeinander. Es geht um Musik, um Sehen, Schauen, häufiger Motive bei Thalia. Farben sind ein anderes Motiv der Texte. Tee, Kaffee und Kreide. Es ist der letzte Text in dem Buch. Kaffeepulver heißt er. Sie glauben, eine 17-Jährige kann nicht politisch schreiben. Thalia kann. Bei aller Abstraktion hart und direkt. Und nicht nur in diesem Text. Ein Beispiel aus jedem Kapitel habe ich gewählt. Texte, die mich beeindruckt haben durch den klaren Blick, die Form der inhaltlichen Darstellung, die mich oft neidisch machen auf die sprachliche Kraft, die Originalität der Ausdrücke, die ich nicht gefunden habe, aber gern gefunden hätte. Dieses Buch ist nicht das erste eines Mitglieds der Schreibwerkstatt, aber es ist das erste, das entsteht, während die Autorin noch zur Schule geht. Es wird nicht das letzte bleiben. Für diesen Moment aber, Thalia, sage ich persönlich danke, dass ich an deinen Gedanken und Gefühlen teilhaben durfte, Woche für Woche, für die Offenheit, das Vertrauen, genau für diesen Moment. Ja, danke, Olaf. Weiß ich auch nicht. Thalia, wenn du nochmal nach vorne kommst, ich habe nämlich überlegt, zum Schluss stelle ich jetzt einfach der Thalia ein paar Fragen. Wenn ich jetzt hier in den großen Raum frage, dann fragt eh keiner was. Wo entstehen eigentlich deine meisten Texte? Nachts im Traum oder im Matheunterricht? Ja, ich kann nicht leugnen, dass einige tatsächlich mal in manchen Unterrichtsstunden entstanden sind. Aber die meisten Texte entstehen tatsächlich entweder in der Schreibwerkstatt oder wenn ich mal eine freie Minute habe. Meistens kommt das eigentlich ganz spontan. Irgendein Gefühl, was man gerade unbedingt aufschreiben möchte, dann kommen die Worte automatisch. Ja. Ich muss ja nachdenken. Eine ganz andere Frage. Kannst du dich an deinen ersten Text erinnern? Überhaupt an deinen allerersten Text? Oh, das ist schwer. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es tatsächlich mein allererster Text war, aber den habe ich, glaube ich, bei meinen Großeltern geschrieben. Die wohnen nämlich in Hessen und das ist da alles ein bisschen bergiger. Und da saß ich draußen auf der Terrasse und fand das irgendwie total faszinierend, weil es war auch irgendwie total schönes Wetter und ich wollte unbedingt über die Landschaft da schreiben. Also der Text ist, glaube ich, nicht sehr gut, aber ihn gibt es irgendwo noch. Wenn du das kurz beschreiben würdest in einem Bild, also eigentlich hast du ja ganz viele Bilder gemacht davon, aber trotzdem vielleicht ein Bild. Was ist in der Beziehung zu Menschen, was ist dir da das Wichtigste? Sie stellen Fragen. Ja. Ich muss hier fragen. Also du kannst auch einfach sagen, es ist. Nee, mir fällt schon was ein. ja, Beziehung zu Menschen. Also ich finde die Zweiseitigkeit da eigentlich ziemlich wichtig. Denn einerseits kann man ja ziemlich viele Negativgefühle haben, wenn man Bindung zu Menschen hat, weil die Menschen, die einem am nächsten stehen, können einen ja auch immer am meisten verletzen. Aber andererseits hat man auch so viele schöne Momente mit Menschen, über die es sich auch zu schreiben lohnt. Also wo man einfach so glücklich ist, dass man das in einen Text fassen will. Also diese Gegensätzlichkeit finde ich eigentlich immer faszinierend. Die kommt auch in vielen deiner Texte raus, ja. Sehr viele deiner Mitschüler und Mitschülerinnen sind ja heute da. Mhm. Wenn du ihnen als Autorin, als Schreiberin irgendwas mit auf den Weg geben könntest, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben? Das kannst du ihnen jetzt mal sagen. Okay. Ja. Also ich finde es erstmal richtig cool, dass ihr hier seid, weil es gibt nicht so viele Jugendliche, die sich dafür interessieren. Also ich finde es echt cool, dass ihr mich dabei unterstützt. Und bleibt auf jeden Fall so, wie ihr seid. Und ich hoffe, wir haben noch weitere verrückte Momente, besonders in Lorette dann. Ne? Also, ja, bleibt so, wie ihr seid. Das ist gut so. Es war ein Abend, den werde ich so schnell nicht vergessen. Danke dir, Thalia. Ich auch nicht.
Ich hoffe nicht negativ. Und ich würde mir jetzt einfach wünschen, dass wenn du zum Abschluss nochmal unerreichbar nahelesen würdest. Ja. Unerreichbar nah. Vermisse dich, wenn ich einstimmig, zweistimmig spielen muss. Vermisse dich, wenn ich meine Tränen verlegt habe. Vermisse dich, wenn auch der letzte Wunsch unter Sohlen ausgebrannt wird. Vermisse dich, wenn die Bässe der Welt mein Herz zum Stillstand bringen. Vermisse dich, wenn du bei mir bist.